Durch die Überfischung stehen die Meere am Limit. In konventionellen Fischprodukten kann man heute leider Quecksilber, Antibiotika und Mikroplastik finden. In unseren Produkten kommen derartige Schadstoffe natürlich nicht vor. Die größten Supermärkte Europas sind bereits unsere Kunden. We are the technology leaders in industrial 3D footprinting. Bisher konnten wir für jeden privat investierten Euro zusätzlich 2 Euro öffentliche Förderungen aufnehmen. Überfischung zerstört die Meere. Wir sind Revo Foods und arbeiten dafür an einer Lösung mit neuen Lebensmitteltechnologien. Wir machen pflanzenbasierte Fischalternativen. Das gelingt uns mit dem 3D-Lebensmitteldruck, mit dem man erstmals komplexe Strukturen wie zum Beispiel Fischfilets authentisch wiedergeben kann. Im September 2023 haben wir das weltweit erste 3D-gedruckte Lebensmittel in den Supermarkt gebracht. Das war ein pflanzliches Lachsfilet basierend auf Pilzprotein. Boom! Alles ausverkauft in nur 48 Stunden. With 3 registered patents, we are now at the forefront of 3D food printing technology. Kombi aus einem super Produkt und auch einer super Technologie hat mich sofort begeistert. Und ich muss echt sagen, das, was Revo Foods hier anbietet und auf die Beine gestellt hat in ziemlich kurzer Zeit, ist echt schon was sehr Besonderes. The Filet hat einen Nutri-Score A mit hohem Proteingehalt und hohem Omega-3-Gehalt. Das schmeckt so richtig wie ich halt den Lachs von früher kenne. Das muss man auch fördern und das sollte auch ein bisschen mehr gefördert werden. Ja. Geil, das ist halt so ein Kunstwerk. Alles begann 2021 mit einer Idee in Wien und nur ein Jahr später waren wir an über 1000 Standorten in europäischen Supermärkten gelistet. In 2 Jahren haben wir über 1,3 Millionen Euro an Umsatz erzielt. Und wurden 2022 Marktführer für Fischalternativen in Österreich. Wir haben bereits 7 Millionen Euro an Kapital aufnehmen können und für jeden privat investierten Euro haben wir zusätzlich 2 Euro an öffentlichen Geldern erhalten. Unser Ziel ist es, bis 2025 unsere Produktion auf 60 Tonnen monatlich zu erhöhen, um damit einen monatlichen Umsatz von 1,2 Millionen Euro zu generieren. Der Markt wächst jedes Jahr im zweistelligen Bereich. Die Nachfrage überschreitet unsere Produktionskapazität. Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt für die nächste große Hochskalierung. Unser Vertriebsnetzwerk ist bereits etabliert. Eigentlich die größten Supermärkte Europas sind bereits unsere Kunden. Muss man die Ozeane zerstören für leckeren Fisch? Ich glaube nicht. Wir haben heute bereits über 20.000 Fische gerettet und ab einem Investment von 100 Euro kannst auch du Teil von dieser wichtigen Mission werden zum Erhalt der Meeresökosysteme. Es ist unglaublich.